So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting. Heute hier am Montag, den 13. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen hier, besonders hinsichtlich der Inflationszahlen, vergangene Woche Freitag, näher beleuchten. Die Zahlen veröffentlicht, ja, wie erwartet. Und genau das ist dann doch ein durchaus bullischer Trigger wahrscheinlich gewesen, der den S&P auf neue Allzeithochs befördert hat. Wir erinnern uns dran, ich hatte gesagt, die Äußerungen von Joe Biden am Donnerstag bereits, genau, am Donnerstagabend, dass eben die Inflationszahlen jetzt am Freitag wohl noch nicht den jüngsten Drop in Energiepreisen widerspiegeln würden, hat zunächst einmal für ein bisschen Verstimmung gesorgt. Am Donnerstag hatten wir ein bisschen Abgabedruck ja noch im S&P dann oder auch im Nasdaq, besonders im Tech-Bereich, zu sehen bekommen. Und dann konnte man daraus schließen natürlich, dass der Markt eben entsprechende Erwartungshaltung hat, die, ich sag mal, jetzt rein psychologisch wahrscheinlich so um die 7% lag. Und alles darüber hinaus wäre wahrscheinlich auch ein bisschen kritisch geworden. Da hätte man sehen müssen, wie viel ist bereits eingepreist. Aber wenn eben auf der Kehrseite, und das war ja dann das, was ich im Hinblick auf das Morning Meeting von Freitag zum Thema machte, wenn wir dann entsprechend eben einen Print zu sehen bekommen, der wie erwartet, vielleicht sogar unter der Erwartung liegt, zwar oberhalb dessen, was im Vormonat lief, aber nichtsdestotrotz unterhalb dessen, was der Markt infolge der Kommentare von Biden eben antizipiert hat, dann könnte das durchaus ein bullischer Treiber sein. Ja, und infolgedessen bin ich nicht so überrascht über den bullischen Wochenschluss im S&P und muss auch ehrlich gestehen, jetzt mehr und mehr, besonders im Hinblick auf die am Mittwoch anstehende Fed-Sitzung, sind die Vorgaben doch klar bullisch. Wir haben tatsächlich den drittheftigsten Drop seit 1990 oder bis ins Jahr 1990 zurückgehend, den drittheftigsten Drop im VIX zu sehen bekommen. Also Volatilität wird aggressiv derzeit verkauft, auf Wochenbasis massiv auf dem Rückmarsch gewesen, deutlich unter 20 Punkte zurückgefallen. Das bedeutet also, Marktteilnehmer werden ruhiger bzw. nehmen Risiken an der Stelle weniger riskant wahr. Stichwort ganz besonders Omikron, irgendwelche Corona-Mutanten und dergleichen. Und parallel dazu, das ist allerdings etwas, das ein bisschen tricky ist, parallel dazu sind halt die Big Tech Names weiter stark am Performen, ziehen die Equity-Märkte, S&P oder Nasdaq im US-Bereich entsprechend nach oben. Allerdings steht das eben nicht auf einem sehr, sehr soliden, breiten Fundament, in Anführungsstrichen, was wir dort zu sehen bekommen, sondern stattdessen ist es eben so, dass wir, ja, stattdessen ist es eben so, dass wir hier uns so ein bisschen die Frage stellen müssen, ist das eine gesunde Aufwärtsbewegung oder nicht? Unabhängig davon, wie wir das jetzt persönlich erstmal einschätzen, bleiben aber die Vorgaben auf jeden Fall bullisch. Wir haben ein bullisches Umfeld grundsätzlich in die Fed hinein. Ja, und das auch dann mit der bullischen Saisonalität, alles in allem eigentlich sehr günstige Vorgaben. Schließen wir zum DAX, ja, auf den wir gleich dann natürlich einen Blick werfen. Dann können wir uns, glaube ich, sehr realistisch vorstellen, dass ich dort zu einer Einschätzung kommen würde, die uns in Richtung 16.000 und zurück über dieses Level eben führt. Und ja, das ist das, womit wir uns im Folgenden beschäftigen wollen. Grundsätzlich dünner Wirtschaftsdatenkalender heute. Das heißt also, da haben wir nicht so viele globalen makroökonomische Trigger. Earnings-Kalender, also das heißt Quartalsberichte, auch sehr, sehr dünn in diesem Zusammenhang. Was allerdings interessant sein könnte, könnte der Kryptobereich sein. Da werfen wir einen Blick drauf. Besonders Ethereum finde ich gerade technisch ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Und ja, da werfen wir auch einen Blick drauf. Bevor wir ganz offiziell starten, erstmal hier der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading, der kann für einen, der kann gegen einen wirken. Und ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheide man, ob der Handel sich für einen erstmal eignet. Dann teste man mit einer kostenlosen, risikofreien Demo. Und wenn man dann sagt, das passt, dann ist auch der Weg zum Live-Konto natürlich durchaus gemacht. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, komplette Produktpalette über CFD-Devisen hinaus auf markets.com/de. Da gibt es auch die Informationen dann rund um physische Aktien, physisches Aktienhandeln, an der Stelle Investmentlösungen, ETFs und dergleichen. Gerne auch darüber hinausgehend der Elena eine E-Mail schicken. Mich gerne jederzeit kontaktieren, wenn es rund Fragen um die Märkte gibt, hier jetzt im Livestream einmal während des Morning Meetings gerne eure Fragen stellen. Gerne, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, unterhalb des Videos. Schaut gerne bei Twitter vorbei, @JensKlattFX ist dort mein Name. Könnt ihr mich auch jederzeit gerne kontaktieren mit Fragen zu den Märkten, Einschätzungen. Kommt gerne auf meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr auch eine Trading-Chatbox, wo ihr alle Fragen rund um die Märkte stellen könnt. Schickt mir gerne eine E-Mail, jklatt@jk-trading.com, oder kontaktiert mich über die Discord-Community, wo ich dann immer meine ganz besonders US-Equities einstelle, nachmittags, die ich als potenziell heiß erachte. So, wir switchen einmal hier rüber zum DAX und ich räume einmal ein bisschen hier im Hintergrund auf und schaue auch, ob alles gut gestreamt wird. So, hier müsste eigentlich alles gut sein. Ja, guten Morgen kann ich lesen. Hier
Scheint auch alles gestreamt zu werden. Sehr schön. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Internet auch stabil bleibt. Ich hatte übers Wochenende, ich möchte sagen, glücklicherweise schon fast, ein bisschen Schwierigkeiten. Hat es hier mal kurze Aussetzer gegeben beim WLAN. Mittlerweile hat sich das wieder stabilisiert. Sollte eigentlich alles sauber gestreamt werden, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte. Die Aufzeichnung davon dürfte nicht betroffen sein, denn die läuft hier einmal offline und die stelle ich dann auch entsprechend natürlich im Kanal zur Verfügung. Ja, starten wir mit dem DAX. Starten wir an der Stelle mit dem DAX und diesen bullischen Vorgaben, die wir hier derzeit zu sehen bekommen. Also wir können es auf der Stunde sehen. Diese Inflection, die hatte ich hier schon letzte Woche zum Thema gemacht und rückt natürlich auch jetzt in den Mittelpunkt des Geschehens. Das ist so der Bereich um 15.750 Punkte. Also diese türkis gestrichelte Linie hier oben im H1 ist es an der Stelle, also der Stundenchart. Und ich habe es heute früh geschrieben, dann in meinem Tweet auch, hatte gesagt, sobald wir oder solange wir oberhalb eben uns halten können, und das sieht gerade sehr stark danach aus, also wir haben den Bruch, die Eroberung dieses Levels gesehen und können uns jetzt hier schon seit einigen Minuten deutlich oberhalb präsentieren. Also 10:10 Uhr den Break zu sehen bekommen, jetzt haben wir 10:40 Uhr, also eine halbe Stunde konsolidieren wir oberhalb, respektieren also dieses höhere Bewertungsniveau. Das ist ein klar bullisches Signal tatsächlich und ich gehe davon aus, dass das auch den Weg bereiten dürfte. Uns in Richtung dann über kurz oder lang der 15 870er Region ist es ungefähr, also der Bereich vor Wochen hoch und darüber dann das nächste potenziell anzuvisierende Ziel hier um die rot gestrichelte Linie, das ist die 16.000er Region, dass dieser Bereich angelaufen werden dürfte. Ja, getragen werden würde das, mal schauen, wir müssen mal gucken, ob solch ein Lauf bereits sich jetzt während des europäischen Handels herauskristallisiert. Eventuell ist es an dieser Stelle zunächst einmal so, dass wir jetzt hier auf hohem Niveau konsolidieren und erstmal das Anschmiegen wieder des EMA 50 hier an den Kurs erwarten, beziehungsweise dass der nachzieht und dass der DAX dann hier entsprechend eben erstmal horizontal korrigiert, nur um dann entsprechend einen bullischen Breakout aus einer engen Konsolidierung eben auf den Weg zu bringen. Getragen werden, genau, getragen werden sollte das potenziell von den US-Märkten. Auf den schauen wir mal ganz kurz hier an dieser Stelle, besonders den S&P. Der, man kann es ja hier, glaube ich, schon relativ gut erkennen, erstmal eine initial bullische Reaktion auf die Inflationszahlen hatten. Die gucken wir uns gleich noch explizit an, en Detail. Aber zunächst einmal diese bullische Reaktion, die war jetzt nicht so überraschend, glaube ich. Also dieser Sprung aus dem Stand in Anführungsstrichen von 20 Punkten, ein halbes Prozent an der Stelle. Wir rollten dann zwar über und hatten hier so ein bisschen Schwierigkeiten in den Nachmittag hinein, konsolidierten dann aber und sahen besonders in den Abend hinein einen starken bullischen Treiber, der uns in Richtung eben der 4,7 überhalb dieses Niveaus eben beförderte. Und erinnert euch dran, mit Ausblick auf den jetzt anstehenden Verfall kommenden Freitag, sehen wir potenziell einsetzende Absicherungsgeschäfte, die hier diese Bewegung noch ganz wesentlich mittreiben dürften. Also besonders, wir müssen mal schauen, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Wir gucken mal ganz kurz in den Spider. Was mich mal interessieren würde, ist nämlich, ob wir in den, wo haben wir den denn? Na? Da. Ob wir in den Schluss des Tages hinein, letzten 10, 15 Handelsminuten, das gucken wir uns mal an. Überraschend käme es nicht, ob da das Volumen dramatisch angestiegen ist. So. Und ich glaube, behaupte mal, das ist hier schon erkennbar. Das sind die letzten 15 Handelsminuten. War tatsächlich bis zum 7. zurückgehend. Das war in der. Nee, das war nicht in der Vorwoche, das war Dienstag. Das war Dienstag. Also was ich gerade mache, ganz kurz, ich gucke mir hier das Volumen dieser Kerze an, auf 15 Minuten Basis. Also das fängt das Volumen ein im ETF auf den S&P 500. Und was hier, glaube ich, deutlich herausragt, ist, dass in den Wochenschluss hinein, also das ist in die letzten 15 Handelsminuten Kasse letzte Woche, dass das tatsächlich mit, wie viel haben wir gehandelt? 9,26 Millionen Stücken, die hier gehandelt worden sind, dass das nach dem Schluss am Dienstag hier das zweithöchste Volumen war der Woche. Und daraus schließe ich, dass wir hier so ein Chasing gesehen haben. Also wir erinnern uns kurz daran, ich hole mal kurz hier das Open Interest auf den Schirm. Wir stellen uns mal einfach in dem Zusammenhang, um es besser zu verstehen, einfach um das bildlich uns vorzustellen. Wir stellen uns einfach mal einen Trader vor, der Optionen geschrieben hat auf die 4.700er Marke. Und im übertragenen Sinne darauf wettet, dass wir jetzt kommenden Freitag, also das heißt am 17.
dass wir unterhalb von 4.700 Punkten handeln. Und dann sehen wir eine grundsätzlich starke Vorstellung insgesamt auf diese Inflationszahlen von letzter Woche Freitag. Also das heißt 6,8%. Das ist ja eigentlich ein Print, der war zwar einerseits so wie erwartet, aber nichtsdestotrotz erwartest du auf solch eine Inflationszahl einen deutlich anziehenden Zins. Also dass Marktteilnehmer sagen, logischerweise, okay, die Inflation zieht an, aber dafür möchte ich auch entsprechend bezahlt werden. Also das heißt, ich möchte eine Kompensation mit höheren Zinsen auf entsprechende Bonds, die ich beispielsweise kaufe. Und wenn diese Entwicklung nicht stattfindet, so wie sie sich jetzt hier herauskristallisiert hat, dann hast du natürlich als Stillhalter, in Anführungsstrichen, Verzeihung, hast du natürlich ein, in Anführungsstrichen, Problem. Weil du siehst nämlich plötzlich, du hast zwar eine Wette abgeschlossen, aber die Wette scheint nicht aufzugehen. Also der Markt, der macht etwas anderes, als du an der Stelle erwarten würdest. Und jetzt siehst du also erstmal eine grundsätzlich solide Vorstellung, dann in den letzten Minuten des Handelstages hier, also eine sehr, sehr bullische. Und wir laufen sogar über die 4.700er Marke. Und jetzt guckst du auf die Uhr, siehst, du hast noch 15 Minuten und stehst vor der Entscheidung, die du treffen musst. Will ich jetzt diese Position in Spekulation, dass übers Wochenende irgendwelche News kommen, die uns deutlich zurück unter 4.700 Punkte führen? Will ich diese Position nicht abgesichert übers Wochenende nehmen und dann eventuell ein böses Erwachen am Montag haben mit einem scharfen Gap-Up? Das zeichnet sich jetzt derzeit ab. Wir sind bei 4.700. Das heißt also, wir gappen jetzt schon 17 Punkte hier im S&P 500 beziehungsweise im Spider, können wir sehen. Schlusskurs lag bei 4.700. Jetzt sind wir schon 2 Punkte höher gegappt. Also ein halbes Prozent Gap-Up zeichnet sich hier ab. Will ich das wirklich riskieren oder sichere ich die Position jetzt nicht eventuell ab? Und das ist das, was ich in dieses Volumen hier hineininterpretiere. Also wir sehen natürlich sowieso in den letzten Handelsminuten, das kann man hier deutlich erkennen, sehen wir grundsätzlich immer einen Spike im Volumen. Aber was eben erwähnenswert sein sollte und was auch klar wird, ist, dass wir das zweithöchste Kaufvolumen in die letzten 15 Handelsminuten auf die letzten Minuten der Handelswoche zu sehen bekommen haben. Und das ist eine Tendenz, die deutlich dafür spricht, dass da Absicherungsgeschäfte einsetzen, die dann auch potenziell sich heute fortsetzen könnten, fortschreiben könnten. Wir sehen im Open Interest ganz klar, dass das der höchste Balken ist. Das bedeutet etwas anders formuliert, das ist mit Sicherheit noch nicht komplett abgesichert. Und genau hierdurch könnte dann eine Squeeze-Bewegung in Gang gesetzt werden. Wir haben ergänzend dazu nicht nur jetzt eine bullische Saisonalität, sondern ergänzend dazu auch noch ein bullisches saisonales Fenster im Hinblick auf die Fed. Also bullische Saisonalität im Hinblick zwar auf den Jahresschluss generell, aber auch auf die Fed, in die Fed hinein, zeichnet sich grundsätzlich in den 2 Tagen vorher, rein statistisch kann man das jedenfalls messen, zeichnet sich ab, dass die Marktteilnehmer eher den S&P kaufen und dadurch es zu einer sogenannten Aufwärtsdrift kommt im S&P in Erwartung einer sich für die Aktienmärkte günstig äußernden US-Notenbank an dieser Stelle. Das ist ein Phänomen, das ist tatsächlich schon über 40 Jahre, glaube ich, mal ausgewertet worden. Und das heißt, da kommen jetzt aktuell viele Faktoren zusammen, die grundsätzlich ein sehr, sehr bullisches Bild erstmal mindestens bis in die Fed hinein, eventuell sogar noch nach der Fed, wenn die sich nämlich erstaunlich expansiv äußert, trotz dieses deutlich zeigenden Inflationsdrucks, der sich hier aufbaut, dass wir dann infolgedessen eben eher erwarten sollten, dass wir bullische Vorgaben sehen. Also da schließt sich dann der Kreis, wenn ich das für den S&P skizziere, wieso ich hier für den DAX, der positiv zum S&P natürlich korreliert ist, warum ich hier für den DAX grundsätzlich einen Lauf in Richtung der 16.000er Region eben tatsächlich erwarte. So, jetzt sich das ein bisschen aufgehangen, einen Augenblick, ganz kurz. Ja, ich möchte mich abmelden und ich möchte mich wieder anmelden. Ja, sehr gut. Einen Moment, jetzt habe ich doch mal einen kurzen Augenblick. Jetzt hat er sich doppelt und dreifach aufgehangen. Jetzt hoffe ich mal an der Stelle, dass das browserbasiert ist. Einen Moment. Ganz kurz hier gucken. Ja. Okay, ich probiere es hier nochmal jetzt ganz kurz. Gut, dann nehmen wir den hier. Also, das hat jetzt mit dem Browser zu tun. So, also nochmal zurückkommt auf den DAX hier an dieser Stelle. Das, was ich gerade im Hinblick auf den S&P skizziert habe, lässt alles in allem die Vorgaben für den DAX eben an der Stelle klar bullisch werden. Und ich sehe realistisch Potenzial, wie gesagt,
nicht unbedingt zwangsläufig heute, auch wenn das denkbar wäre, aber in den kommenden Tagen in die FED hinein, dass wir in den Bereich um die Vorwochenhochs anlaufen und diese auch rausnehmen, mit dann entsprechend darüber hinausgehend einsetzender bullischer Dynamik, die uns in Richtung der 16.000er Region eben tatsächlich führt. Nichtsdestotrotz, bei aller Bullishness, die ich jetzt kurzfristig für den S&P aus diversen Gründen hier ins Feld führe, sollten wir eins an der Stelle nicht vergessen. Es ist eine unfassbar dünne Bewegung an dieser Stelle. Also nicht dünn, sondern nicht durch die Marktbreite getragene Bewegung. So will ich es formulieren, das ist besser. Diese Grafik hier, die ist mir am Wochenende im Ticker gelaufen. Also ich hatte schon so eine Ahnung, dass es in die Richtung geht, aber das finde ich natürlich hier grafisch sehr, sehr schön aufbereitet. Und zwar ist die von Zero Hedge, die lief bei mir in die Timeline bei Twitter. Und was der hier macht ist, der legt den Nasdaq in dem Fall blau, legt der, das ist der Nasdaq Composite an dieser Stelle, legt der hier, überlagert der mit einer Linie, und zwar prozentual Anteil derer Unternehmen im Nasdaq gelistet, die oberhalb ihrer 200-Tage-Linie notieren. Also DMA steht für Daily Moving Average, Tageslinie, also an dieser Stelle 200-Tage-Linie. Und das ist deswegen brisant, weil wir sehen in dem Zusammenhang, von den 100 Unternehmen im Nasdaq sind hier tatsächlich nur 35, also beziehungsweise das ist gar nicht mal der Nasdaq 100, sondern das ist der Nasdaq Composite, da sind noch mehr Unternehmen drin. Das heißt also, der Nasdaq Composite, der besteht ja aus, das müsste ich mal gucken, ich glaube 3000 Unternehmen oder irgendwie sowas. Mal einen kurzen Augenblick, dann haben wir eine konkrete Zahl, Nasdaq Composite. Wie viel haben wir? All Stocks listed on the Nasdaq, also alle Aktien innerhalb der Nasdaq. Und jetzt, muss hier gucken, wie viel sind das? Steht hier irgendwo eine Zahl von Unternehmen, die da drin gelistet sind? Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob 3000 nicht ein bisschen viel sind, aber es könnte sein. Steht hier nicht. Also wenn das jemand zufälligerweise gerade hier vielleicht, da ist der Deutsche, da steht es gleich im ersten Satz. Über 3000 Unternehmen, überwiegend aus dem Technologiesektor gelistet. Also das ist der Nasdaq Composite. Aber zurückgehen zu dieser Betrachtung, das ist nur ein kleines Detail gewesen. Von diesen über 3000 Unternehmen handeln eben aktuell nur rund ein Drittel oberhalb der 200-Tage-Linie. Also sind jetzt aus dieser Perspektive betrachtet sich in einem Aufwärtstrend befindlich. Das bedeutet etwas anders formuliert, es ist ein relativ kleines Segment von Unternehmen, was diese Aufwärtsbewegung hält. Allen voran beispielsweise Apple. Die Aktie hat, geht's jetzt wieder? Nein. Apple hat nämlich hier am Freitag ebenfalls neue Allzeithochs markiert. Ich will mal ganz kurz gucken. Wo haben wir Apple? Da. Ebenfalls sehr stark bullischen Drive zu sehen bekommen. Hier neue Allzeithochs, also stark bullischer Breakout. Wir sind natürlich jetzt sehr weit extensiert auf der Oberseite. Also Chance-Risiko-Verhältnis technisch ist das jetzt nicht mehr ganz so attraktiv, was wir hier zu sehen bekommen. Aber ich denke mal, das Halten besonders hier nach dem Ausbruch von neuer Allzeithochs Mitte November und das Halten hier der 160 ganz besonders, das war ein relativ starkes Signal eigentlich, dass wir hier potenziell nochmal Bullishness erwarten dürfen, sollte es zu einer Jahresendrally kommen. Und das ist deswegen erwähnenswert, weil natürlich Apple allen voran auf dem Weg sich gerade macht, die erste Firma zu werden, die eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar zu haben. Ja, also nur, dass man eine Vorstellung mal hat, in welche Größenordnung wir jetzt hier vorgestoßen sind. Aber in Bezug natürlich auf die Marktbreite, besonders bei solch einer Betrachtung, wird natürlich auch offenbar, wenn Apple mal früher oder später eine Korrekturbewegung sehen sollte, dann ist damit zu rechnen, dass wir einen relativ scharfen Pull-in auch natürlich im breiten Aktienmarkt, also im S&P oder dann in dem Fall im Nasdaq zu sehen bekommen, weil das Zugpferd dieser Bewegung, das Einzige, und das ist nicht wirklich diversifiziert, eben in Anführungsstrichen Sand ins Getriebe bekommen dürfte. Also das ist durchaus etwas, was man berücksichtigen sollte. Nichtsdestotrotz, auch wenn das längerfristig für die kommenden Monate potenzieller Grund ist, hier ein bisschen skeptisch zu sein, vorsichtig zu sein und eventuell auch dann in den neuen Jahresbeginn vielleicht skeptisches Bild zu skizzieren, in den Jahresschluss ist das tatsächlich sehr stark bullisch, denn wir haben an dieser Stelle
Besonders wenn wir uns jetzt die Entwicklung hier in Apple, oh, schon wieder, verdammt, in Apple eben tatsächlich anschauen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer kauft denn da jetzt gerade? Also wo kommt denn da das Interesse eben seitens der Marktteilnehmer her? Wir machen mal ganz kurz auf FinWiz gehen und machen mal kurz Folgendes: AAPL. Und da sehen wir zum Beispiel, Average Volume in Apple, 85 Millionen Stücke, die im Tag im Schnitt gehandelt werden. Volumen am Freitag lag bei 115,4 Millionen. Also das heißt deutlich oberhalb. Das sogenannte relative Volumen, das lag bei 1,3 zu 1 an dieser Stelle. Also 1,3 mal so viel Volumen in Apple gehandelt, wie normalerweise üblich. Das ist deswegen erwähnenswert, weil wir müssen uns jetzt auch mal in die Situation zum Beispiel von Portfolio-Managern versetzen. Also ein Portfolio-Manager, der sitzt jetzt an seinem Desk und der stellt sich die Frage, welche Aktien in diesem aktuellen Umfeld sind denn auch für 2022 günstig? Beziehungsweise, das ist natürlich eine Spekulation, wie schaffe ich es denn jetzt, weiter Gelder von eben Marktteilnehmern zu akquirieren an dieser Stelle. Und dann lege ich eben beispielsweise Katalog vor und sage hier, die besten Titel aus 21 liegen auch, habe ich auch in meinem Portfolio. Diese Position hat er vielleicht aufgebaut, baut sie aber jetzt auch vielleicht noch weiter aus. Das bedeutet, was anders formuliert, der wird also Apple kaufen und zeitgleich schwach gelaufene Titel abstoßen. Das ist eine klassische Window-Dressing-Taktik, die da eben stattfindet. Und genau dieses Chasen jetzt von einem solchen Big Player wie Apple, der so stark performt hat und der diese Aufwärtsbewegung im Nasdaq eben hält, genau das sorgt dafür, dass man davon ausgehen darf, dass eben diese Aufwärtsbewegung im Nasdaq bzw. im S&P auf der Oberseite, trotz eines Umfeldes, welches eigentlich für eine Korrekturbewegung sprechen dürfte im derzeitigen Kontext. Also wir sehen eine anziehende Inflation, nochmal, anziehende Inflation sollte eigentlich zu anziehenden Zinsen führen. Die wird aktuell gedeckelt durch die Marktteilnehmer, durch die Fed vielleicht auch selbst, die eben an dieser Stelle eben interveniert und diese Spikes in Zinsen infolge anziehender Inflation versucht irgendwie zu drücken. Beziehungsweise die Marktteilnehmer, die sagen, wir erwarten, dass die Fed es tut und infolgedessen versuchen wir uns vor die Fed zu stellen. Um eben dann von einem Druck auf den Zins eben zu profitieren. Und parallel dazu hast du eben, also eigentlich ein Umfeld, in dem du erwarten solltest, dass Aktien korrigieren, aber eben in dem Zusammenhang ein unglaublich hohes Gewicht dieses Einzeltitels Apple beispielsweise, den du in dein Portfolio nimmst, der dann dadurch die Aufwärtsbewegung im Aktienmarkt weiter treibt. Also das heißt, den Markt auf hohem Niveau stabilisiert. Nochmal, das ist kurzfristig durchaus etwas, was Berücksichtigung finden sollte. Längerfristig sicherlich sehr, sehr in Frage zu stellen, zu bezweifeln. Stichwort Diversifikation und dergleichen. Nur von einem Zugpferd oder von einigen wenigen Zugpferden diese Bullishness getragen zu sehen, ist dahingehend problematisch, dass, wie gesagt, wenn es dann mal zu einer Korrektur kommt, der Markt grundsätzlich einen scharfen Rücksetzer sieht. Aber im Gesamtkontext, wie gesagt, Fed, Bullishness ist vor der Fed, saisonal nur auf diese bezogen, Saisonalität, Weihnachtsmann-Rallye, in Anführungsstrichen Santa Claus-Rallye oder Jahresend-Rallye. Apple als sehr stark performender Einzeltitel mit einem unglaublich hohen Gewicht innerhalb des Index. Potenziell eine dovische Fed, die sich auch noch äußert, überraschenderweise, aber das ist zumindest mal etwas, was man vielleicht dann auch an diesen Entwicklungen, Verzeihung, hier im Fed-Watch-Tool ablesen kann. Also, dass die Marktteilnehmer eher beginnen, sich auf eine geldpolitisch expansivere Haltung der Fed vorzubereiten. Lange Rede, kurzer Sinn, es spricht derzeit vieles dafür, dass Equities weiter auf der Oberseite eben bullish performen sollten. Okay, du willst also nicht. Dann mache ich dich mal hier zu. So, und das bedeutet, wie gesagt, das bedeutet etwas anders formuliert, dass man sich hier vorsehen sollte, eben tatsächlich sich short zu positionieren derzeit und spricht eben auch definitiv für die Long-Seite im DAX. Kommen wir mal ganz kurz auf die Mikroebene zurück, wie wir das jetzt trading-technisch dann umsetzen wollen würden. Also wer den direkten Open Range Breakout da noch nicht gehandelt hat, sondern erstmal warten wollte an dieser Stelle, der harrt jetzt der Dinge, die da kommen, nämlich ein Driften, in Anführungsstrichen, oder auf diese Bewertungsniveaus sich bewegender EMA an dieser Stelle und dann eine bullische Konsolidierung, die sich derart darstellt, das Halten dieses des EMAs an dieser Stelle. Und dann würden wir einen Breakout aus dieser Konsolidierung long traden mit einem Stop eben hier knapp unterhalb dieser Konsolidierungszone. In dem Fall dann auch entsprechend knapp unterhalb eben des EMAs. Denn wenn der droppt, dann möchten wir auch nicht mehr wirklich long sein. Und das Ziel dieser Aufwärtsbewegung liegt dann im Bereich, zunächst einmal würde ich sagen,
15.870, 900. Darüber vielleicht sogar 16.000. Da könnte man sich überlegen, ob man eine Position so aufbaut, dass man hier eine Kernposition aufbaut. Um diesen Kern versucht man dann im übertragenen Sinne herumzutraden. Also könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, ich kaufe zwei Kontrakte, ein Kontrakt habe ich einen Take-Profit Intraday, Momentum, Lotto oder wie auch immer man es nennen möchte, den würde ich dann eben entsprechend hier auf diesem ersten Kurszielbereich vor Wochenhochs eben realisieren und die andere Position würde ich halten, vielleicht beziehungsweise als Kern halten, vielleicht nochmal morgen hinzunehmen, wenn sich die Gesamtkonstellation entsprechend darbietet und so weiter und würde dann eben versuchen, diese Position in Richtung der 16.000er Region eben tatsächlich zu traden. Und ja, also so könnte man aktuell aus den derzeitigen Gegebenheiten entsprechend ein Setup für den DAX skizzieren. Trag oder laufend im Windschatten des S&P 500 an dieser Stelle, von dem eher auszugehen ist, dass der weitere Bullishness eben in den kommenden Tagen auf den Weg bringt. Okay, also die Fragen, ich gehe jetzt mal kurz drüber, ja, an der Stelle, en Detail, also erstmal das Delisting-Risiko durch die PCA, AOB, also Public Company Accounting Oversight Board in Verbindung mit chinesischen Regierung, also Delisting. Von Unternehmen spielt ja eine ganz große Rolle, die wie beispielsweise, beziehungsweise chinesische ADRs grundsätzlich, infolgedessen beispielsweise selbst sogenannte Electric Vehicle Companies wie NIO, trotz des jüngsten Runs, haben nicht so stark performen können, weil nicht so wirklich klar ist, was jetzt im Hinblick auf eben das Listing von chinesischen Unternehmen eben hier zu erwarten ist. Und deswegen war beispielsweise NIO oder auch XPath, oder auch Li, die waren nicht wirklich in der Lage, da Bullishness aufzunehmen. Also das gilt es immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Anders formuliert, wenn ich jetzt Electric Vehicles traden möchte, dann ist NIO eigentlich ein sehr interessanter Kandidat, weil der ein relativ attraktiver ATR hat, eine Schwankungsbreite pro Tag in Relation zum Spread bzw. zur Marktbreite, Markttiefe an der Stelle. Also das ist ein sehr, sehr attraktives Trading-Vehikel, eine sehr, sehr interessante Trading-Aktie. Nur ist das Problem, wenn ich Electric Vehicles grundsätzlich durch die Umstände, dass dieser Sektor sehr heiß ist, lieber auf der Long-Seite spielen möchte, dann aber die relative Schwäche sehe, begünstigt durch diese Delisting-Diskussion und dergleichen, dann halte ich mich da so ein bisschen zurück. In Summe glaube ich, dass vieles davon bereits eingepreist sein dürfte, wenn man sich die jüngste Performance auch mal über das gesamte Jahr 2021 beispielsweise in Barber anschaut oder dergleichen. Ich glaube, dass viele Marktteilnehmer sich beginnen, mental darauf vorzubereiten, dass auch die Kommunikation zwischen, guck mal ganz kurz, habe ich Alibaba hier? Da. Dass die Kommunikation sich zwischen den USA und China auch beginnt dramatisch zu verschärfen. Also so zumindest mein Eindruck. Und dass der Markt da relativ entspannt mit derzeit umgeht. Das Gleiche gilt auch, wenn man sich zum Beispiel die derzeitige Performance anschaut. Also skeptischer Blick ist sicherlich lohnenswert oder den sollte man haben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mal anschaut, dass diese sehr befremdlichen Entwicklungen, die chinesische Regierung dort im Hinblick eben auf die dort agierenden Unternehmen, allen voran vielleicht Alibaba, das Verhalten im Zug auch auf Jack Ma, der da eine Kritik geäußert hat, infolgedessen ja dann dieser sehr, sehr große Börsengang von Alipay im Laufe des Jahres zum Beispiel erstmal abgesagt wurde, etc. Also diese ganzen Entwicklungen, die da stattfinden, die sind wie gesagt befremdlich, sollten für Sorgen dazu beitragen, aber derzeit sind sie nicht in der Lage oder müssten sich deutlicher in Bearishness widerspiegeln, was sie nicht tun, was mir eben dann unterm Strich, was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass das derzeit nicht so heiß offensichtlich seitens des Marktes gegessen wird, wie es gekocht wird oder so, wie es von den Medien dargestellt wird. So, bezogen auf die Fed, glaube ich, hatte ich alles gesagt bezüglich ihrer geldpolitischen Maßnahmen. Ich wäre sehr überrascht, wenn da in irgendeiner Form etwas kommuniziert würde, was stärkere Volatilität begünstigt. Ich glaube, also mich würde es überraschen, so halte ich es mal fest. Also nicht, dass es unmöglich wäre. Wie gesagt, was überraschend kam, war ja auch zum Beispiel, waren die Äußerungen von Jay Powell vor dem US-Kongress, zum Beispiel, wo er plötzlich
noch am Vorabend, also es war am Dienstag, ich muss jetzt mal ganz gucken, das Datum, ich glaube vor 2 Wochen war es, ne? Wo er am Dienstag plötzlich herging vom US-Kongress und davon sprach, dass man sich dort restriktiver präsentieren möchte, während er noch am Montag sagte, Omikron und Risiken für die US-Wirtschaft und dergleichen, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Wie gesagt, ich hatte das ja auch dargelegt hier im Morning-Meeting, ich hatte gesagt, das, was bei mir da für einen Eindruck entsteht, ist, dass man vor Politikern im Grunde genommen erstmal besänftigend agiert und dann da in dem Zusammenhang eben, dass man versucht, einfach so ein bisschen die Emotionalität aus dieser Debatte rauszunehmen. Wie gesagt, das, was wir hier zu sehen bekommen haben, und auch der Verweis seitens eben der US-Regierung, besonders des Präsidenten in Bezug auf den aktuellen Inflationsdruck, der sich aufzeigt, da muss man schon sagen, das ist also offensichtlich einigen Politikern ziemlicher Dorn im Auge durch eben die steigenden Energiepreise, steigenden Food Prices. Ich habe das auch hier, ich gucke mal ganz kurz, wo haben wir denn da? Hier, da sehen wir zum Beispiel die Energie- bzw. Lebensmittelpreise, die deutliche Aufwärtstendenz eben tatsächlich besitzen. Dass man das natürlich auch im Hinblick auf die jetzt, ich glaube, nächstes Jahr anstehenden Wahlen, das sind diese. Ich weiß gar nicht, wie genau der Name dafür ist. Aber dass man das natürlich jetzt versucht zu adressieren in gewisser Form, weil man auch sieht, auch ja, grundsätzlich die, ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür ist. Fehlt gerade das Wort. Die Fanbase, nennen wir sie mal die Fanbase. Die Fanbase von Joe Biden, die schmilzt aktuell wie Eis in der Sonne, hat man so ein bisschen das Gefühl. Da sind einige doch Entscheidungen getroffen worden, die nicht ganz so auf breiter Front eben offensichtlich positiv wahrgenommen werden. Und ich könnte mir vorstellen, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, Debatten, die dort geführt werden, Impfpflichten und dergleichen, die ja auch durchgepeitscht werden sollen, hat man so ein bisschen den Eindruck seitens der Biden Administration, wo sich jetzt auch schon seitens einiger Unternehmen, wohl auch größere Unternehmen, wohl Gegendruck beginnt zu etablieren. Ich könnte mir vorstellen, vor allem vor dem Hintergrund auch dieses engen Wahlergebnisses, ja, Biden-Trump letztes Jahr, dass es dort derzeit einen deutlichen Switch in Richtung einer Persona Trump, wenn die jetzt nochmal zur Wahl stehen würde, tatsächlich geben dürfte. Und das ist etwas, was natürlich dann auch die Demokraten jetzt ganz besonders in den USA eben wahrnehmen sollten oder wahrnehmen werden. Und das sorgt eben dann auch dafür, dass an dieser Stelle eben eine sehr, sehr emotionale Debatte geführt wird, also im Hinblick auf die Inflation und die Kosten, die eben die breite US-Bevölkerung an der Stelle eben tragen muss. Und das wiederum ist natürlich etwas, dafür hat sicherlich auch dann Fed Chairman Powell an der Stelle eben Verständnis. Aber nichtsdestotrotz ist dem eben darüber hinausgehend auch klar, dass ein zu restriktiver geldpolitischer Kurs, um diesen Inflationsdruck einzudämmen, dazu führen würde, dass man potenziell die Aktienmärkte crashen sehen würde. Stichwort Kapitalentzug, und wir haben ja noch durchaus vor Augen, wie das in 2018 gelaufen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Also worauf ich hinaus will, ist die Kommunikation, restriktive Kommunikation, die da stattgefunden hat, ich glaube nicht, dass die auf einem soliden Fundament steht tatsächlich. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Fed dort in irgendeiner Form sich geldpolitisch restriktiver äußern dürfte. Also zumindest derzeit so meine Einschätzung. Wenn es so käme, würde es mich zumindest überraschen, so würde ich sagen. So, okay, also Earnings, nichts Spektakuläres. So viel kann ich schon mal an der Stelle sagen. Also diese Woche sind wir da abhängig von den entsprechenden Gegebenheiten, die sich durch irgendwelche News, die über den Ticker und dergleichen präsentieren. Allenfalls vielleicht Adobe am Donnerstag vorbörslich, beziehungsweise FedEx danach börslich dann in den Wochenschluss hinein. Aber in Summe, glaube ich, wird es da nicht besonders spektakulär sein, was uns ansteht im Earnings-Bereich. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen tatsächlich hier aus der Perspektive schon gewesen. Werfen wir einen Blick auf Gold an der Stelle? Oh nein. Ja, sehe ich jetzt nochmal aufgehangen. Ich gucke mal ganz kurz hier. Sehr schön, okay. Einen Moment. Jetzt hoffe ich, dass der keine Faxen macht. Sehr gut, okay. Also, kurzer Blick auf Gold, auch wenn es nicht so wirklich spektakulär ist. Gold hat alles in allem solide performt auf die Inflationszahlen.
die, wie gesagt, ja, wie erwartet veröffentlicht worden sind. Hier kann man sehen, da gab es einen deutlich bullischen Push, der uns allerdings nicht über die 1800 geführt hat. Deswegen bin ich da so ein bisschen reserviert, ob diese Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen haben, wirklich stark zu werten ist. Schlüsselbereich kurzfristig bleibt eben einmal natürlich diese Region um 97, unterhalb derer wir aktuell konsolidieren. Hauptsächlich aber weiterhin eigentlich dieser Bereich um 805 bis 810, über den ich einen Push zurücksehen wollen würde. Bis jetzt jedenfalls ist diese Bullishness noch ausgeblieben. Wir bewegen uns jetzt allerdings rein saisonal betrachtet jedenfalls in ein historisch sehr günstiges Fenster, was wir in Gold sich öffnen sehen. Also sprich, da könnte durchaus noch bullische Überraschung und Push deutlich zurück über 1800 stattfinden. Und das gilt eigentlich summa summarum wahrscheinlich, solange wir oberhalb hier ganz besonders der Vorwochentiefs handeln. Die kann ich übrigens jetzt mal hier rausnehmen, die Linien. Also das heißt, dieser Region hier traden. Das ist so der Bereich 1760. Solange wir uns oberhalb halten können, bleibt eine Rückeroberung der 1800er Marke auf jeden Fall eine Option, auch wenn ich grundsätzlich das Bild als nicht sonderlich attraktiv erachte, ehrlich gesprochen. Also das, was hier Gold präsentiert, ist einfach weiterhin relativ extrem schwach. Eigentlich spricht alles dafür, besonders vor dem Hintergrund der anziehenden Inflation und zeitgleich eben der sich stabil zeigenden Zinsen ohne entsprechenden Starkpush auf der Oberseite, Stichwort negative Realverzinsung, er spricht eigentlich alles dafür, dass Gold deutlich Bullishness zeigen sollte, dass die Nachfrage nicht erfolgt oder die Nachfrage vielleicht gegeben ist, aber irgendwie eine andere, größere Kraft in Anführungsstrichen in irgendeiner Form ist in der Lage, den Preisdruck hier und dass die bullische Dynamik eben einzudämmen. Das ist zumindest etwas, wo du sagst, okay, das nehme ich dann einfach wahr. Und folglich halte ich mich diesbezüglich zurück. Also es ist nicht so, dass ich übers Jahr 2021 nicht diverse Versuche und auch dann Trades auf den Weg gebracht hatte, auch im Hinblick auf Silber beispielsweise ganz besonders, wo ich diese Bullishness habe, sich widerspiegeln sehen oder versucht habe, entsprechend davon zu profitieren. Aber derzeit möchte ich ehrlich gesprochen hier im Edelmetallbereich keine Position einnehmen, beziehungsweise bin frühestens willens, das zu tun, sollten wir deutlich über 1800 eben zurücklaufen und sollten wir auch deutlich eine entsprechende Nachfrage zu sehen bekommen, die dann eben zeigt, dass dieser Abgabedruck oder dieses Deckeln in Anführungsstrichen des Preises eben erstmal nicht mehr gegeben ist. Interessanter, muss ich gestehen, definitiv der Kryptobereich. Weniger eigentlich Bitcoin. Wir werfen mal kurz einen Blick drauf. Aber es ist jetzt so, die Gesamtkonstellation, besonders nach diesem Flash-out letzte Woche, also besonders vor 2 Wochen, eben dieser Mini-Crash, der uns in der Spitze geführt hatte, bis in Gefilde um 40.000 Dollar. Das fällt hier übrigens gar nicht so gut auf. Einen Moment. Wir gehen mal ganz kurz. Ethereum gucken wir uns hier an. Das ist der vollständige Handel, der da gegeben ist. Aber was wir machen wollen, ist mal kurz hier, Moment, so, einen Blick auf den Bitcoin-Chart zu werfen. Wo haben wir ihn? Da. Gucken wir uns mal einmal den Daily an. So. Also, hat es einen Break der Trendlinie zu sehen gegeben. Und das, was wir eben hier in Bitcoin zu sehen bekommen, ist weiter. Okay, es ist nicht, also ich, aber rein charttechnisch nicht so sauber wie in Ethereum. Wir werden es gleich sehen. Also Ethereum ist weiter relativ stark einfach. Und deswegen favorisiere ich derzeit Ethereum deutlich vor Bitcoin, weil Bitcoin es bis dato nicht gelungen ist, hier über die 52.000er Marke zurückzulaufen. Also das heißt, diesen Auflagepunkt um die ehemaligen Hochs aus dem September zusammenfallend hier mit dieser Aufwärtstrendlinie, also diese Kreuzunterstützung. Und das war ein sehr dynamischer Break, das war ein dünnes Umfeld, das war letzte Woche na, 4. Dezember, also nicht letzten Samstag, sondern die Woche vor der Samstag. Da haben wir diesen Flashout hier zu sehen bekommen. Scharfe Gegenbewegung. Bis hierhin jedenfalls hat es keinen Retest gegeben. Wir konnten bis dahin die 47.000er Marke zurück oder halten. Aber was mir eben nicht gefällt in dieser Konstellation ist derzeit eben, dass es nicht gelingt, hier diese 52.000er Region zurückzuerobern. Das war der Bereich um die Hochs von letzter Woche Dienstag und seitdem driften wir eher abwärts, machen fallende Hochs an der Stelle. Es ist jetzt noch kein Flashout unter die 47 hat stattgefunden, der dann auch entsprechend wahrscheinlich korrespondieren dürfte nochmal mit einem Retest über kurz oder lang dieser Übertreibungstiefs. Aber nichtsdestotrotz, das ist eben kein Zeichen relative Stärke, was wir hier sehen. Das sieht im Falle von Ethereum, sieht das anders aus, wie man relativ deutlich auch gleich erkennen kann.
Stichwort Aufwärtstrendlinie, die ist bis dato gehalten worden. Also wir haben auch hier einen Flashout gesehen. Auch Ethereum konnte sich dann durch diese erhöhte Volatilität dem nicht entziehen. Aber, und das ist offenbar, Ethereum hat aber diese Trendlinie nur kurz unterschritten und hat sie dann relativ zügig zurückgekauft. Und wir können uns auch oberhalb hier dieser September-Hochs derzeit konsolidieren. Also nicht, dass wir uns bis dahin sehr stark abgestoßen hätten, aber zumindest mal ist das relativ betrachtet ein stärkeres Signal, was wir hier gesendet bekommen, als jenes, was wir... Na komm schon. Na ja, gut. Den brauchen wir auch gar nicht, den 5-Minuten-Chart übrigens. Also ist das dennoch ein relativ starkes Signal, auch gegen die 4000er-Region, das wir hier zu sehen bekommen, ist das dahingehend ein starkes Signal, weil wir eben diese ehemalige Unterstützung zurückerobern haben können, die hier sich herausgebildet hat. Also da kam das Unterschreiten dann. Das ist, wie gesagt, der 4000er-Bereich, 3,59, wenn man es ein bisschen großzügiger sieht, zurückgeholt. Retest zu sehen bekommen, haben halten können, Bounce nach oben, nochmal ein Retest zu sehen bekommen, das war jetzt in der letzten Woche, dann sicherlich ein choppiger, seitwärts getragener Handel, aber in Summe ist das einfach stärker. Es ist einfach relativ stark, was Ethereum uns hier zeigt. Und in der Gesamtkonstellation und besonders, wenn man das auch fundamental betrachtet, muss ich ehrlich gestehen, bin ich mehr und mehr geneigt, vielleicht auch längerfristig mal einen Krypto-Trade dann auf den Weg zu bringen, dahingehend, dass ich eben mein Portfolio dahingehend diversifiziere, auch ein bisschen Krypto aufzunehmen. Also ich bin ja grundsätzlich in Bezug eben auf die Langlebigkeit von diversen Kryptos infolge zu erwartender Restriktionen, regulatorischer Einschränkungen und so weiter, besonders also im Krypto-Bereich als akzeptiertes Zahlungsmittel, immer noch sehr, sehr reserviert. Aber ich denke, Chance-Risiko-Verhältnis technisch und auch ausgehend besonders von den fundamentalen Gegebenheiten im Hinblick auf Ethereum und dann entsprechenden Smart Contracts, Überlegungen beispielsweise als Grundlage von diesen Non-Fungible Tokens, zum Beispiel in NFTs, die man sicherlich sehr, sehr skeptisch beäugen sollte, ja, irgendwelche Pixel für mehrere Millionen zu kaufen oder zu verkaufen, finde ich jetzt schwierig, aber wenn man das im Gesamtkontext einfach betrachtet, dann ergeben sich darüber hinausgehend natürlich massive Möglichkeiten auf dieser Technologie aufbauend, im Hinblick auch auf die vielleicht anstehende Digitalisierung unser aller Leben, Stichwort Metaverse und dergleichen. Ich glaube, dass Ethereum aus der Perspektive ganz langfristig betrachtet ein unglaubliches Aufwärtspotenzial eben sieht und da finde ich diese jetzt auch relative Stärke-Performance in diesem Gesamtumfeld einfach erwähnenswert. Also ich finde, das ist ein durchaus interessantes Vehikel an der Stelle, Trading Setup, wo man durchaus auch mal zum Gedanken kommen könnte zu sagen, auch wenn es nur eine kleine Position ist, aber mal so einen Coin vielleicht zu haben oder dergleichen, ist vielleicht da nicht unbedingt die schlechteste Idee. Und also die derzeitige Konstellation, wie gesagt, das ist jetzt investmenttechnisch betrachtet, tradingtechnisch ist es so, dass wir natürlich an der Stelle sehen wollen, ganz besonders hier, dass dieser Bereich um die Vorwochen hoch, das ist so Bereich 4,4 ungefähr, dass der zurückerobert wird. Bis dahin bleiben wir auf jeden Fall neutral bis mit leicht bärischer Tendenz, aber im übergeordneten Kontext, also wenn wir uns das charttechnisch betrachten, dann finde ich, wie gesagt, das als potenziellen Long-Trigger dahingehend interessant, weil wir nämlich auch relativ zügig ja wissen, wann wir falsch sind. Also sobald nämlich dann hier dieser Bereich droppt, hast du eigentlich an der Stelle auch einen soliden Grund zu sagen, okay, dann soll es erstmal nicht sein mit dem Aufdrehen gegen dieses Level. Aber bis hierhin jedenfalls stellt sich Ethereum in Anführungsstrichen doch verhältnismäßig stabil, einfach stark dar, was wir hier zu sehen bekommen. So, jetzt mache ich nochmal ganz kurz die Plattform auf und wieder zu und wieder auf, so rum. Schau mal eben hier einmal in die Chatbox. Okay. So, also, das also zu Krypto. Gold hatten wir. Kurz überlegen. Ja, gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Gibt es irgendwelche Märkte, die wir noch nicht beleuchtet haben? Ich werfe mal hier ganz kurz einen Blick auf den Euro-US-Dollar. So, Euro weiter unglaublich schwach,
relativ schwach, ehrlich gesprochen. Vor dem Hintergrund der potenziellen Dovishness, die wir seitens der Fed erwarten würden, also ich erwarte, muss ich sagen, ist das eine echt schwache Vorstellung, die der Euro uns hier darbietet. Ergänzend dazu, wir haben ein ja, saisonal günstiges Fenster, in das wir eintreten. Also wir erinnern uns dran, Martin hatte das ja geschrieben gehabt, hier schon vor einigen Wochen, dass wir in den Jahresschluss hinein eigentlich eine historische, und das lässt sich auch dann belegen tatsächlich, wir hatten dann auch die entsprechenden saisonalen Charts ja auch hier präsentiert gehabt, dass wir eine US-Dollar-Schwäche sehen, während zeitgleich eben der Euro eher Stärke sieht, Nachfrage sieht, eben durch entsprechende fundamentale Treiber, US-amerikanische Firmen, die eben entsprechend ihre Exposure in US-Dollar eben konvertieren, um eben Steuerersparnisse und dergleichen eben, glaube ich, so war der Gedanke eben zu erhalten und oder die Steuerlast zu minimieren, so wo sollte es mal vielleicht eher formulieren. Und ja, wir sehen in diesem Zusammenhang, wir haben zwar Bounces gesehen, auch so das im Kontext, also saisonal im Gesamtkontext betrachtet, vor dem Hintergrund eben auch der technischen Gegebenheiten, dieser starken Extension, nachdem wir hier ab Anfang November eigentlich ab oder unterhalb von 1,16 Dynamik aufgenommen haben, bis in Gefilde der 1,12er Regionen verkauft worden sind. Das waren die Juni-Konsolidierungstiefs hier nach Corona. Das heißt also auch sehr stark extensiert auf der Unterseite waren. Also hat alles in allem eigentlich für einen Bounce gesprochen. Ja, wir sehen einen leichten Bounce, aber bis dahin gelingt es nicht, diese 1,14er-Region zurückzuerobern. Wir toppen tatsächlich sogar gegen diesen Bereich mehr und mehr aus und rollen jetzt hier erneut über. Und jetzt stellt sich im Großen und Ganzen eigentlich nur ganz simpel gesprochen die Frage, gelingt es diese sich herauskristallisierte Trendlinie durch das Verbinden eben dieser steigenden Tiefs, gelingt es die zu verteidigen? Gelingt es die 1,1250 zu halten? Wenn nicht, und wir brechen, muss ich sagen, sehe ich ehrlich gesagt wenig Gründe, nicht davon auszugehen, dass es zeitnah zu einem Lauf in Richtung der 1,12 kommt. Das Einzige, was hier in Anführungsstrichen den Euro zum US-Dollar retten könnte, wäre eine Fed, die wirklich erstaunlich dovish ist und die dann auch im Hinblick auf den US-Zins beispielsweise einen scharfen Push auf der Unterseite eben nach sich zieht, wo ich allerdings so ein bisschen Zweifel habe, ob dann, also Dovishness ja, also Dovishness bedeutet an der Stelle, dass man vielleicht eher in Aussicht stellt. Im Hinblick eben auf beispielsweise hier das Fed Watch Tool haben wir das ja. Derzeit kann man recht deutlich erkennen, dass ein Großteil der Marktteilnehmer erwartet, dass post der Rückführung der Anleiheaufkäufe auf Null, welches dann im Juni, Juli nächsten Jahres erreicht sein sollte, dass dann entsprechend eben mehr als 50% der Marktteilnehmer davon ausgehen, dass es drei Zinsanhebungen gibt. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 50% haben wir derzeit hier eine Erwartungshaltung, dass es dann 25 Basispunkte, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Juli, dann 25 Basispunkte im September, dann mal schauen, wie es so läuft und dann im Dezember final nochmal einen dritten Zinsschritt eben tatsächlich gibt. Also würde ich das derzeit eben hier tatsächlich interpretieren. Ich gucke mal ganz kurz. Kommt relativ gut hin. Passt. Passt. Pi mal Daumen. November wahrscheinlich wird sich ein bisschen, ja. Nö, nö. Ja, genau so, genau so. Das zeigen auch die einzelnen Balken, wenn man das jetzt mal so ein bisschen gedanklich überschlägt. Also, und jetzt kommt genau der Punkt. Also, das sind drei Zinsanhebungen ab der zweiten Hälfte oder in der zweiten Jahreshälfte 2022. Das ist das, was der Markt erwartet. Das ist das, was das Fed Watch Tool zeigt, was die Mehrzahl der Marktteilnehmer erwartet. Und was bedeutet jetzt in diesem Kontext dovish? Also, das heißt, ein geldpolitisch expansiver Kurs für mich. Das bedeutet, dass wir ein klares Signal geliefert bekommen, wohin die Fed zeigt, es wird maximal zwei Zinsanhebungen geben in der zweiten Jahreshälfte. Und sobald auch der Fed-Dot-Plot beispielsweise, also den wir uns dann auch genauer betrachten werden, das widerspiegelt, könnte das den US-Dollar deutlicher nochmal unter Druck bringen und könnte den Euro hier bewahren vor einem erneuten Drop in Richtung und auch vielleicht Jahresschluss unterhalb von 1,12. Allerdings sollte die Fed das bestätigen, was hier das Fed Watch Tool schon zeigt, dann wäre das durchaus ein Grund davon auszugehen, dass die Kapitalabflüsse sich aus dem Euro vielleicht auch immer noch mal beschleunigen, trotz eigentlich zu erwarten bullischer Saisonalität an dieser Stelle in den Jahresschluss hinein, beziehungsweise dass es mindestens zu einer Konsolidierung kommt. Zwar dann in dem Fall leicht oberhalb der 1,12, aber nichtsdestotrotz eher mit weiterer Tendenz auf der Unterseite, als dass es hier zu dieser Bounce-Bewegung eben tatsächlich kommt, infolge einer entsprechenden
dovischen Rhetorik, die da gewählt wird. Also bedeutet konkret gesprochen, das Bild für den Euro sieht alles andere als gut aus. Also ich habe eher das Gefühl, dass wir hier über kurz oder lang nochmal einen deutlichen Flush auf der Unterseite sehen. Der Grund dafür findet sich sicherlich auch in der derzeitigen politischen Entwicklung. Egal wie man es dreht und wendet, also man kommt, glaube ich, nur zu einem Schluss, dass einfach mal das Versagen der Politik sich ungeschönt widerspiegelt. Das wird jetzt ein bisschen kaschiert, hierzulande beispielsweise durch eine neue Regierung, aber ich glaube, wir werden noch viel, viel Trauer erleben in den laufenden, in den nächsten 3 Jahren. Obwohl vier, das sind ja 4 Jahre, so eine nächste Bundestagswahl. Also auf jeden Fall, das wird ein ziemliches Trauerspiel wahrscheinlich. Das Krisenmanagement, man merkt immer mehr, das ist einfach einzig und allein nur über totalitäre Strukturen, die man etabliert, eben offensichtlich ist, über Zwang umgesetzt werden soll. Der Gegenwind im Hinblick auf die Biden-Administration beginnt ja schon etwas deutlicher sich zu zeigen, wie ich ja schon sagte. Mal schauen, ob das hierzulande in Europa auch stattfindet. Offenbar wird auf jeden Fall, dass man außer Zwang, Pflicht, Druck, Panik, Angst, die man schürt, offensichtlich keinerlei andere Strategie hat, aus der aktuellen Misere eben uns hinaus zu manövrieren, und zwar gesamteuropäisch. Und das wird ergänzt eben auch durch eine entsprechende Haltung seitens der Europäischen Zentralbank mit Sicherheit und der Kommunikation, der Handhabe in Bezug auf den Inflationsdruck, der sich auch hierzulande, also nicht nur in der Bundesrepublik zeigt, sondern auch darüber hinausgehend in der gesamteuropäischen Peripherie. Und das einfach in Kombination, das zeigt einfach, dass der Euro längerfristig betrachtet, persönlich jedenfalls so meiner Einschätzung, nicht wirklich ein Hafen ist, den du eigentlich ansteuern möchtest. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe hier so ein bisschen den Eindruck, als wenn wir über kurz oder lang nochmal eine deutliche Beschleunigung des Abwärtspotenzials sehen. Also das höchste der Gefühle ist eine Konsolidierung oberhalb von 1,12, allerdings mit bärischem Potenzial dann ab Anfang des Jahres 2022 eben tatsächlich. Wir sollten auch nicht unterschätzen, dass auch ein bisschen global makroökonomischer und längerfristig betrachtet. Wir haben in Frankreich eine Präsidentschaftswahl, die ansteht. Sehr gut vorstellbar, dass dort vielleicht ein deutlich rechtskonservativer Ruck stattfindet. Der hatte sich ja schon die letzten Jahre immer abgezeichnet gehabt. Und die Annäherung dann auch ganz besonders des Front National und hier von Marine Le Pen an die bürgerliche Mitte, die stattgefunden hat über die letzten Jahre, die sollte nicht unterschätzt werden. Also da ist durchaus denkbar, dass da eventuell ein deutlicher rechtskonservativer Rutsch eben tatsächlich stattfindet, Push stattfindet, der mit Sicherheit nicht bullisch wäre für den Euro, denn er würde, ausgehend vom Umstand, dass es sich um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone handelt, mit Sicherheit dann einiges an Spannungen zwischen den einzelnen Euro-Befürwortern, so nennen wir sie jetzt mal, und dann Euro-Kritikern eben nach sich ziehen. Und das im Gesamtkontext, wie gesagt, den entsprechenden Strukturen, die wir zu sehen bekommen und dergleichen, dem Aufbegehren der Gesellschaft als oder zunehmendem Aufbegehren der Gesellschaft im Hinblick auf die verabschiedeten Maßnahmen, und das die politische Unsicherheit nochmal befeuernd, dann entsprechend eben in Frankreich, das ist nicht wirklich ein attraktives Umfeld, in dem sich der Euro dann grundsätzlich wiederfinden dürfte. So, und das wäre es soweit meinerseits tatsächlich erstmal für heute gewesen. Wie gesagt, dünner Wirtschaftsdatenkalender, nicht nur heute, sondern auch die kommenden Tage. Wir blicken morgen mit Sicherheit dann auf den Wochenstart in den US-Märkten, wie die sich dargestellt haben, welche Titel vielleicht heiß waren oder auch nicht heiß waren. Wie gesagt, grundsätzlich eher bullisch alles zu beäugen. Es kann natürlich mit Sicherheit, wird vielleicht sogar alles anders kommen, aber derzeit zeigen einige Faktoren in Richtung eigentlich, dass es ein günstiger Jahresausklang eben werden dürfte. Und wir blicken morgen wieder auf die Märkte, gemeinsam mit Markets. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal und wie gesagt, Kommentare gerne unterhalb dieses Videos, gerne Fragen, Einschätzungen und dergleichen. Würde mich freuen, dort, dass ich mich, wenn ich mich mit euch austauschen dürfte. Soweit meinerseits. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und morgen hören wir uns wieder um 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.